Mein Name ist Peter Henki, bin 73 Jahre alt. Ich bin der ehemalige Polizeikommandant von der Stadt Olten, der Stadtpolizei. Bin aber auch auf der anderen Seite ehemaliger Sportler und Eishockeyspieler vom HC Olten. Die ganze Geschichte ist eigentlich so angefangen, dass wir als Schüler in Olten ein Schülerturnier hatten. Das Schülerturnier hat das FOMFI-Turnier geheissen. Und dort sind wir eigentlich alle die Spieler, die später das Eishockey in Olten prägt haben, sind aus dem FOMFI-Turnier rausgekommen. Der grösste Erfolg meiner Karriere ist eigentlich der Aufstieg in die Nationalliga B. Wir haben dort etwas erreicht, das uns nie immer zugetraut hat. Und wir haben renommierte Club und aufstrebende Club wie Uzwil mit den Gebrüdern Leuenberger oder Zog, der EVZ, der damalige. Gegen solche Teams haben wir gewonnen und haben den Aufstieg geschafft. Und das ist eigentlich das Highlight. Zu gewinnen und etwas zu erreichen mit einem Team, die Garderobe innen, auf dem Spielfeld zusammen etwas erreichen, das ist einfach grossartig. Wir sind vom Technischen her immer die Russen sind für mich das Mass der Dinge gewesen. Unter anderem die letzten jetzt, die bekannt sind, jetzt sind Bückhoff und Komutov. Das waren die Schleifschuhe, die wir hatten, am Anfang hatten, wo wir noch keine so Deckenbörde hatten. Und wir haben mit denen am Anfang haben wir so Schleifschuhe gefahren. Und das tut man die normalen Schuhe gehabt. Und dann hat man einfach mit dem Ding das zusammengezogen und hat also das Sohle nachgemacht. Die Konsequenz war dann bei mir, dass ich nicht mehr gehen durfte, weil ich die Schuhe kaputt gemacht habe. Die Schuhe hatten keine Sohle mehr gehabt. Weil die sind immer von den Schleifschuhen einfach strapaziert worden. Am Anfang, als wir angefangen haben, Eishockey-Spielen, haben wir noch ohne Helm gespielt. Und das ist dann gefährlich geworden. Dann war es eine gewisse Zeit individuell gewesen. Und später ist es ja auch obligatorisch geworden. Ich war einer, der eigentlich relativ kleiner Helm hatte. So ein Helm muss halt einfach schon die Köpfe schützen. Wir haben so einen Merk von Amerika, oder? Es hat auch dort keine 13 Zimmernummern gehabt, es hat keine Blachplätznummern gehabt, 13, weil das hat Unglück gebracht irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn wir jetzt mal wechseln und zwei Nummern haben, nehmen wir das 13, das spielt bei mir keine Rolle. Das ist eigentlich der Grund. Und 13 ist mir dann eigentlich immer geblieben, über die ganze Zeit hinweg. Und ich finde, das ist, man muss schauen, manchmal ist es ganz sonderbar, dass sie ein bisschen Sonderspieler halt, die 13 haben. Ich habe 1981 nachher aufgehört und ich habe es eigentlich nicht bereut, dass ich eigentlich zu früh zurückgetreten bin, bevor wir dann bei meinem grossen Ziel in der Nationalliga angekommen sind, sondern halt etwas ein bisschen vorher und habe damit auch im Grundsatz nachgelebt. Lieber ein Jahr zu früh als eine Sekunde zu spät.